Jetzt bleibt nur noch eine Frage offen, und zwar, warum leben so wenig Menschen auf dieser Insel? Ja, ich frage mich auch, warum gucken so wenig Menschen meine Folge an? Aber trotzdem, die Handverlesenen, die meine Folgen angucken, seien hiermit herzlich gegrüßt. Und es geht weiter mit Odyssey im Auftrag des Königs. Warum leben so wenig Menschen auf dieser Insel? Daran ist allein dein König schuld. Oh. Als die Paladine nach Myrtana gehen mussten, hat ein großer Teil der Bevölkerung Angst bekommen und ist mit ihnen gezogen. Vermutlich wären alle gegangen, wenn nicht der Rest der Bevölkerung noch mehr Angst vor den Orks in Myrtana gehabt hätte. Ich kann noch froh sein, dass ich ein paar Leute für die Stadtwache rekrutieren konnte. Allerdings, Heldentaten darf man nicht von ihnen erwarten. Okay. Und wer wohnt hier so? Wer wohnt hier alles in der Burg? Du bist ja ziemlich neugierig. Aber na schön. Mein Berater Fulko lebt hier. Mit ihm solltest du unbedingt reden. Dann wohnt hier noch meine Tochter. Lass dir aber ja nicht einfallen, sie zu belästigen. Außerdem lebt hier der Wassermagier Thelem. Du findest ihn in den oberen Burgräumen. Auch Stefan, der Kommandant meiner Stadtwache, wohnt hier. Ihn hast du bestimmt schon kennengelernt. Des Weiteren wohnt hier noch mein Diener Janus. Lass dir aber nicht einfallen, ihn bei seiner Arbeit zu stören. Und dann wohnen hier noch einige der Wachen. Bevor die Paladine nach Myrtana gegangen sind, haben diese ebenfalls hier gelebt. Damals ging es hier viel lebhafter zu. Aber die Zeiten werden wohl endgültig vorbei sein. Ist deine Neugierde damit befriedigt? Ja, ist sie. Schön. Dann lass mich jetzt gefälligst in Ruhe. Rede mit Fulko, wenn du weiteres wissen willst. Gut, das werde ich machen. Er hat ja aber eine ganz verschlagene Stimme, dieser Bruno. Mal gucken, wo es hier hingeht. Oh, schöne Gemälde. Okidoki. Ach, der Thelem ist ja auch hier. Jo, Janus, das ist ja auch der fegt hier mal so rum. Umbot. Humbert, Humbert, Humbert. Störe ich? Aus hier. Aha. Gut. Hier noch irgendwas zu gucken? Nö. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja. Humbert, der lässt mich nicht rein. Gucken wir mal. Okay, weiter geht's. Auf die andere Seite, auf den anderen Flügel. Hier geht's hoch. Aha. Hier liegt nichts. Steht nicht. Ich sehe nichts. Hier ist ein Schalde. Schalde, warum ist denn hier ein Schalde? Okay, das ist hier nur eine Balustrade mit Ausguck. So eine Art, wie heißt das denn in der Kirche? Noch ein Schalter. Kann ich wahrscheinlich später gebrauchen, denke ich mal. Da hinten in der Ecke ist was. Ne, das ist ein Stein. Steintextur. Dann gucken wir mal. Ein Wein, ein Sessel. Ja, und das Bild kennen wir alle. Gucken, guckt einer? Guckt keiner? Immer noch keiner. Sehr gut. Hier ist ein Schalter. Womit denn? Aha. Womit denn? Okay. Brauche ich wohl sowas wie eine Brechstange oder sowas in der Art. So, mal gucken, ob Volker noch was sagt. Warte mal. Nö, sagt nicht. Das ist aber echt schön hier. Geräumig.
Nein? Der muss sein. Hm. Oh, riesen Ritterrüstung hier. Ich glaube, das war's. Halt. Ja. Ich gehe ja schon wieder. Genau. Dürfen wir denen nicht zu nahe treten. Alles klar. Hm, wie ich schon angekündigt habe, werde ich jetzt mal Tamora altes Fischerdorf mal, wenn meine Manie, meine Magie reicht oder mein Mana, und dann werden wir mal rüber zum so, wieder an Bord. Oh, ein bisschen Bericht erstatten. Ah, da sind sie wieder. Hey du! Ich muss noch mal zurück. Oh, das reicht wohl nicht. Naja. Dann wollen wir mal in unsere Kajüte gehen. Wo war die noch mal? Die war weiter unten. Ich muss ja noch ein bisschen was. Ich muss ja noch ein bisschen. In uns leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. So, als erstes Baumsägen. Wo war das nochmal? Ah, da hinten. Da hinten. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Okay, das war's. Das hast du nicht gewusst. Jemand wird dafür büßen müssen. Und nochmal stumpfen. Ah, hier. An der Seite geht's. Und dann zur Werkbank hin. Und ich habe, glaube ich, noch mal. Nee. Federn fehlen mir natürlich, wie immer. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So wichtig ist, dass wir noch mal was lernen. Und zwar Geschick. Damit ich auch den Degen dann ziehen kann. Wo hast du das denn schon wieder her? Gucken wir noch mal. Wer kann mir Lehrer auf Tamora, Lehrer auf der Albatros? Oh, Stärke und Geschick, Halver. Okay, Halver, Stärke und Geschick. Hier ist Hawk, da sollte ich glaube ich auch noch was lernen. Und zwar zeigt mir, wie ich Bolzen herstellen kann. Nee, bring mir mal, wie ich magische Erze mache. Wie sieht es mit Zubehör, mit dem Schließen und sonst? Hm. Nee, mache ich noch nicht, weil da kann ich nämlich was Besseres machen. Also auf zum Feuermann. Dürfte ich noch 13 haben, wa? Ah, toll. Wie viel Geschick habe ich eigentlich? 50. Na, auf 10 komme ich da nicht. Das war genauso, wie du sagst. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Wird sich das jemals ändern? Schon wieder her. Ja, toll. Muss man. Stärke, Geschick. Toll, nützt mir nichts. Einige wissen gar nicht, wie sehr sie sich versündigen. Zurück. Gut. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glaubt. Das ist schön, dass ich die besser einsetzen kann, aber das reicht mir noch nicht. Das hat er doch vorher gewusst. Geschick 55. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas habe, was mir mehr Geschick einbringt. Und zwar, guck mal, jetzt haben wir hier irgendwo hier Geschickbonus, Geschichten, Einhandtalentbonus. Ja, das ist ja die, die ich anhaben wollte. Langschwert geschärft. Stärke, Schaden. Benötigte Stärke 70 habe ich ja nicht. Gut. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Nö. Habe ich noch was zu tun hier? Nee. Dann geht's wieder rüber zur Insel. Mit Maganelun eventuell noch was? Nö.
Ich muss nochmal zurück nach Tamora. In Ordnung. Ja, wieder zurück auf der Insel. Jetzt ist mir aufgefallen, ich brauche ja noch 5 Geschick. Also, wenn ich jetzt hier hingehe und habe 55 Geschick und ich nehme meine 5 Gobo-Bären, Goblin-Bären, Gobo-Bears, ich mach's einfach. In das Spiel ist ja, glaube ich, so groß, dass ich noch ein paar finden werde, weil ich kann dann richtig hier eine bessere Waffe anlegen, und zwar hier den Meisterdegen, und den habe ich jetzt angelegt. Leute, ich glaube, das ist gut. Mal gucken. Oh ja, der kann ja richtig gut was machen hier. Ja, das sieht gut aus. Okay, eigentlich müsste man eine Runde pennen. Das ist wieder so dämmerig hier. Was sind hier die Möglichkeit? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube nicht. Wäre jetzt Doofinger. Ne, da ist auch kein Bettchen. Aber hier im Bett. Das ist so dunkel. Nee. Das ist nicht gerade Töfte. Ja, vielleicht sollte ich mal versuchen, so ein Lörkerchen hier zu weiten mit dem Meisterdegen. Vielleicht läuft das besser. Man muss es alles ausprobieren, finde ich. Los, Lörker, komm her. Mal, bitterst du mich nicht? Jetzt noch nicht. Was ist mit dir los? Okay, dann nicht. Hey. Er war wohl irgendwie schlaftrunken. Ja, dann räumen wir mal den Strand hier noch ein bisschen mehr auf, würde ich sagen. Also vielleicht sollte ich mal wieder speichern. Ah, nachts am Strand, wo ich noch ein paar Lurker fand, die nichts von mir wissen wollen. Das ist ja auch wieder sehr lustig. Das gewusst? War das vorher auch so? Frage da an das Odyssey-Mod-Team, dass die Lurker hier, die restlichen... Oh, Beißer, nein. Doch. Uhu. Ich nehme keine Notiz von mir. Jetzt wäre ich unsichtbar. Die wehren sich auch nicht. War Vorteil für mich. Not a bug, it's a feature. Ach so, okay. Okay, wenn er so einfach ist. Aber auch der graue Beißer will nichts von mir. Dann gibt's was auf die Omme. Aber schaut mal, der ist nicht so schadenseinnehmbar. Wie ich das jetzt nennen soll. Das ist ja lustig. Kann mir das mal einer erklären, wenn ich jetzt hier mit dem Meisterdegen, oder ist das... Okay, 140. Also ich finde, das soll ich beibehalten und auf gar keinen Fall irgendwie eine Runde schlafen. Wenn das jetzt ein Buggy ist. Das ist der Hammer. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die nicht ausgeschaltet. Ich wüsste auch nicht, wie ich die ausschalten sollte. Also ich meine jetzt so programmtechnisch. Ja. Das ist ja der Obertempel hier. Oberhammer. Also ich finde, das könnte so weiterlaufen. Ich habe wirklich nichts gemacht. Wie irre ist das denn? Das heißt, dann kann ich dann versuchen, auch die... Na, wie heißen sie denn, die grünen Teile da? Die Käferchen da. Oh, ich komme nicht auf den Namen. Ah, ich bin früh aufgestanden. 5:30, 6:30 sogar. Ja. Feiertag, Tag. Das ist gut, habe ich mir gedacht. Oh. Nach dem Kaffee könntest du doch jetzt noch hier mal ganz lustig meine Runde moddien.
Mordin in Odyssey. Ja, das ist cool. Global kaputt. Ist das herrlich. Schon gesagt, ich wollte ja eigentlich eine Runde schlafen. Da ist auch ein grauer Weißer. Der natzt mich nicht. Gut. Ja, dann wollen wir erstmal hier. Ich weiß auch, wie ich die Folge nennen werde. Beispiel am Strand. Nee, Freispiel nicht. Doof. Weil das ist ja wirklich eine irre Sache hier. Okay. Weiß nicht, was das ist. Ich hab's gerade gestartet, das Spiel. Einmal kurz rumgeschaut. Damit das einkascht, das Spiel. Ist da noch was? Da bewegt sich doch noch was. Wusste doch irgendwas. Ja, hier, ein grauer Weißer. Ja, das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Irgendwie auch uninteressant. Aber ich finde, so ein, wenn das ist, dann sollte man das aus. Oh. Oder vielleicht bin ich unsichtbar geworden? Ich sehe mich doch. Manchmal hat natürlich dieser Renderer so einen Unsichtbarkeits-Bug, wenn man die Peoples nicht sieht. Aber dafür die Bezeichnung. Aber ich sehe mich ja. Ja, das ist ja irre. What the heck? Die Folge der Unbezwingbarkeit. Nein, auch nicht. Wie soll ich es nennen? Was ist denn eigentlich da? 21:07 Uhr. Aha. Du Ambrosius. Würde ich dir auch mal eine irgendwie rüberhauen? Ne, glaube ich nicht, ne? Mach mal deine Flasche zu. Ende, okay, da läuft noch nichts. Okay. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Okay. Okay. Ah, da ist ja noch ein Lurker. Das sind noch zwei. Das sind noch ein bisschen. Moment. Jetzt auf einmal? Och, schade. Ich dachte, das Freispiel wäre noch ein bisschen länger. Ja, dann wollen wir mal gucken. Nein. Nö. Jetzt habe ich wieder Freispiel. Moment mal, vielleicht sind einige Lurker. Irgendwie totgeschaltet in der Reaktion. Aber der war ja auf alle Fälle hier. Hä? Da oben ist noch ein Lurker. Da hinten ist auch noch ein Lurker. Jetzt habe ich mal Folgendes vor. In dem Moment, wo ich zu Ambrosius ging, da oben ist noch was. Ach, das ist noch ein Scabby. Uhu. Nö. Reagiert auch nicht. Na, dann mache ich mal Folgendes. Ich habe nämlich einen Verdacht. Wäre auch hilfreich für die Community. Sorry, für das Team. Auch. So. Ich spreche ihn an. Kommt nicht. Jetzt gehe ich wieder hoch zu diesem
mich dann doch wittern. Naja, okay, die machen keine Geräusche. Nah dran bin. Jetzt ist er weg. Ja, der ist da. Hä? Da unten. Aha. Verstehe. Ah. Also sobald ich Ambrosius anspreche, werden die Tiere aggressiv. Also ich finde, das nutze ich aus. Ich wurde sowieso hier in diesem Spiel geschlachtet, gemästet, gevierteilt. Sowieso mit irgendwem wieder quatschen. Ich glaube, dann wird das nämlich auch wieder aktiviert, die Aggressivität der Viecher. Oh, Spitzenwitz. Vielleicht ist irgendwie ein kleiner Bonus für mich da. Dämmernde Biester oder schläfrige Biester oder wehrlose Biester. Weiß noch nicht, wie ich es nennen soll. Moment. War nicht noch ein Beißer in der Nähe? Ja, dann noch was. Da habe ich irgendwie was aus Versehen angesteckt, was? Irgendwas an Amuletten angesteckt, die irgendwie die Biester einschüchtern? Nein, kann nicht sein. Wäre das ja mit Ambrosius nicht gelaufen. Ah, da oben ist auch noch so ein. Ja, wie? Ja, wenn ich dann schon Chance habe. Oder vielleicht liegt das an dem Säbel. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. Wir wollen ja auch mal hier ein bisschen Fehlersuche machen. Dann werde ich wieder meinen alten Eins hier mal einstecken. Nö. Mit dem Säbel nichts zu tun. Mit dem Degen. Und wegen Degen. So, nächste hier bitte. So still am Rand. Ehrlich gesagt nicht, warum ich noch soll. Ja, das zieht sich ein bisschen, liebe Leute, aber trotzdem, ich bin ja echt neugierig und gespannt. Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Bin da oben hoch. Hab's ja auch ziemlich viel gezücht. Oder Gewächs. Und zwar die Warane. So, ich hab nochmal... Nee, der will auch nichts von mir. Okay, dann kann ich ja wieder meinen Meisterdegen anziehen. Also, das ist ein Ding. Das ist ja echt ein Ding. Gucken, kann ich die eigentlich gut vermöbeln? Ja. Oh Mann. Ja. Wenn Sie jetzt zugeschaltet haben sollten, werden Sie sich wundern, was ist denn hier los? Der Roland, der geht einfach so mitten durch die Monster durch und vermöbelt sie, ohne selbst Schaden zu nehmen.
Das ist irgendein Bug geschuldet. Entweder von Gothic selber, von der Engine selber her. Muss ja nicht an der Modifikation liegen. Aber... ja, ist ein Zufall, ne? Ich sehe das als Zufall. Und wenn so ein Zufall ist, dann finde ich, sollte man den nutzen. Zufälligen Zufall. So, gibt's hier noch was auf der grünen Fläche? Ja. Es ist auch so dunkel. Ich würde das ja eine extra lange Version. Glaube ich nicht. Das wäre langweilig. Oh, jetzt ist er immer noch in diesem Modus. Schade, das ist dunkel. Kaputtnick. Letztes Mal auf der ganzen Tamora-Insel sind diese Viecher jetzt ruhig. Ich habe mich jetzt weiter durchgekämpft im Freispielmodus und auch hier bei den grünen Feldräubern kann ich ohne Schaden weiterkämpfen. Das wäre langweilig. Wäre auch nicht so... Ah, das sind immer so viele, die bringen so viele Experiences. Ich möchte nämlich was versuchen. Und zwar möchte ich ganz gerne eine Runde schlafen. Deswegen gehe ich zum Unter hin und mache mir erstmal Frühstück. Oh. Ach, fällt. So, mache erstmal Frühstück. So, habe jetzt was betätigt. Gehe nochmal runter in Richtung und gucke mal. Aha. Okay. Aha. Sobald ich irgendein... Oh, da ist ein Keiler. Okay. Das noch retten können, die Situation. Aha, also wenn irgendeine andere Option gemacht worden ist. Ich habe jetzt gerade Fleisch gebraten. Ich wollte eigentlich schlafen gehen. Oder ist ja Gunther und würde ich den ansprechen, dann würde das sich auch wieder ändern. Ja, dann wissen wir das ja jetzt. Warum das so ist. Freispielmodus dann sozusagen jetzt hier wieder aufgelöst. Ja, danke fürs Einschalten. Ich muss einfach mal weitermachen. Ich wollte nämlich hier nämlich die ganzen komischen Bären noch sammeln. Für Bertha war das, glaube ich. Wie hieß denn das nochmal? Gucken wir. Wacholderbären, richtig. Wacholderbären. Barkeeper von Tamora, weiteren Auftrag. Ich soll, genau. Die soll ich nämlich irgendwie finden. Felsen angehen. Also, ja, genau, richtig. Nee, das ist was anderes. Die muss ich auch noch finden, die Wacholderbären. Aber da war doch irgendwas von der Frau. Na, egal. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich sage hier Tschüss.